Neben der Bekämpfung der Corona-Pandemie hat sich die neue Bundesregierung vor allem vorgenommen, den Klimawandel abzubremsen. 2022 und 2023 wird es aber wohl nicht ausreichend gelingen. Das verkündete heute der zuständige Minister Robert Habeck in einem Interview mit der Zeit. Wenn über Klimaschutzmaßnahmen diskutiert wird, fällt auch immer wieder das Reizthema Atomkraft, die für einige in der nahen Zukunft als klimaneutral gilt. Viele Experten sehen das aber anders und besonders für diejenigen, die jahrzehntelang für den Atomausstieg gekämpft haben, sicherlich ein Unding. In Brockdorf an der Unterelbe protestierten seit Mitte der 1970er Jahre Menschen gegen das dort geplante AKW. 1981 waren es sogar 100.000 auf einer Demo. 5 Jahre später, wenige Wochen nach dem Supergau in Tschernobyl, flammten die Proteste und Auseinandersetzungen der Atomkraftgegner mit der Polizei erneut massig auf. Und trotzdem, der Meiler ging im Oktober 1986 ans Netz. Jahrzehnte später wird er nun nach dem Atomausstiegsbeschluss abgeschaltet. Tobias Gellert. Mit dem Atomkraftwerk Brockdorf hat er schon zu tun, seit er 18 ist. Heute ist Wolfram König als Chef eines Bundesamtes verantwortlich für die Suche nach einem Endlager, damit der strahlende Atommüll sicher entsorgt werden kann. In den 1970ern und 80ern war er selbst als Demonstrant gegen Atomkraft hier in Brockdorf am Deich dabei. Erinnert sich an zehntausende Menschen und an die Gewalt. Wasserwerfer, Tränengas, die chemische Keule. Nach dem Zusammenstoß ist Brockdorf das, was die Staatsgewalt nicht wollte. Symbol des Widerstandes. Es war eine Form von Auseinandersetzung, die ich jedenfalls hoffe, dass wir sie nie wieder erleben. Auch die Brockdorfer waren sich nicht einig. Dabei stieg die Einwohnerzahl nach der Fertigstellung des AKWs 1986 von 700 auf 1000. Sie bekamen ein Freibad, ein Eissportzentrum, eine Mehrzweckhalle. Doch der Konflikt rund um Bau und Betrieb ist bis heute im Ort durchaus noch spürbar. Gegner und Befürworter sind noch immer Nachbarn. Die Demonstranten wurden ja so dargestellt, dass es wirklich Kriminelle sind. Nur mit Waffen ablegen und so. Ist vielleicht auch vorgekommen, ich weiß es nicht. Aber ich bin kein Linksterrorist, ich bin auch kein Rechtsterrorist. Ich bin ganz normaler Bürger, der mit einer Entscheidung der hohen Politik nicht einverstanden ist. Zu Spitzenzeiten, wenn die Großdemonstrationen hier waren, wo überall auch die Polizei herkam, hatten wir zu Hause oder meine Eltern Personenschutz. Es wurden die Wohnzimmerscheiben ausgetauscht mit schusssicherem Glas, also das war schon nicht ohne. Das Kraftwerk wird trotz weiterer Proteste kurz nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl in Betrieb genommen. Bringt Arbeitsplätze und Gewerbesteuern, deckt nach Angaben des Betreibers knapp 90% des jährlichen Strombedarfs von Schleswig-Holstein. Brockdorf hat aber auch Probleme mit Betriebsgenehmigungen, Transformatoren, zuletzt mit oxidierten Brennstäben. Nach der Kernschmelze in Fukushima 2011 beschließt die Bundesregierung den Atomausstieg. Das Aus auch für das AKW Brockdorf. Übermorgen ist nun endgültig Schluss. Nur gibt es bis heute keine Antwort auf die Frage der Endlagerung des hochgefährlichen Atommülls, was die Demonstranten damals schon monierten. Wir können einfach nicht zugucken, dass wir diese Abfälle mit diesem Gefährdungspotenzial zukünftigen Generationen einfach vor die Tür stellen und sagen, kümmert ihr euch mal drum. Ich hoffe, dass ich den Staffelstab übergeben kann, auch an eine kommende Wissenschaftsgeneration, die vielleicht auch vielleicht gelassener an diese Frage herangeht und nicht mehr sozusagen mit dem Rucksack der Geschichte des Kampfes. In den kommenden Jahren wird das AKW zurückgebaut. Viele hier hoffen, dass durch die Abschaltung auch dauerhaft Gras über den Streit um das Atomkraftwerk wächst.